Ja. Nur mit einer Lederkappe würde sie doof aussehen. Und mit einem Tellerhelm genauso. Ne, deine Armschienen hat sie schon. Nur da. Na klar. Na super, das sind nicht Beinschienen. Sprich, Freund. Das sind Stiefel. Folgt mir. Gut, dann heißt das, die Lederbeinschienen für 4 Dukaten kaufen wir auch mal. Ja. Eine Rose könnten wir ja auch kaufen. Ist nur die Frage, welcher Händler... Vielleicht die Händlerin Alrika auf der anderen Seite hat vielleicht noch was. Ja, die verkauft Stoffsachen. Eine Wollhose, eine schwarze Wollhose, orangene, braune Lederhose, Lederjacke. Mein Atem geht ruhig. Nehmen wir einfach die für 8 Heler. So, das sieht gut aus. Je besser geschützt, umso besser. Ja, jetzt mal zum Hafen gehen. Gucken, ob wir endlich für eine Handvoll Dukaten fortsetzen können. Hi. Hättet ihr die Güte, mir zu helfen? Gerne, wenn ihr mir jetzt hier vor seid, geht. Zugelieb von euch. Nun, es ist so, ich habe meine Tabakdose bei Fräulein Irene vergessen. Würdet ihr die Güte besitzen, sie für mich zu holen? Menschenkenntnis. Warum wollt ihr sie nicht einfach... Also, da steckt doch mehr dahinter. Warum holt ihr sie nicht einfach selbst? Ich hatte gehofft, ihr würdet nicht fragen, aber sei es drum. Fräulein Irene bietet gewisse nun... Raya gefällige Dienste an. Und letzte Nacht habe ich meine Tabakdose dort liegen lassen. Die Dose ist ein wertvolles Geschenk meiner lieben Frau. Ihr versteht sicher meine Lage. Ich möchte kein Aufsehen erregen und ich kann nicht selbst zu Raya gehen. Ich bitte euch, helft mir. Wenn es weiter nicht ist, ich werde sie für euch holen. Vortrefflich, wunderbar. Ich zeige euch auf der Karte, wo ihr Raya finden könnt. Mhm. Ja, Kapitän Dielbrack steht immer noch hier rum. Krämer Rappelbusch. Hast du vielleicht irgendeine Kopfbedeckung, die einigermaßen... Der Gedanke daran, wie viele Wälder für diese schwimmenden Häuser sterben mussten, erfüllt mich mit tiefer Trauer. Ah ja, Gwendala. Schnupftabakdose. Ein Mann hätte gerne seine Schnupftabakdose zurück, die er einen Besuch bei Fräulein Rehen hat, liegen lassen. Dummerweise ist die wertvolle Dose ein Geschenk seiner Ehefrau und die soll nach Möglichkeit nicht erfahren, dass ihr lieber Gatte des Nachts Dirnen am Hafenbecken besucht. Die Frau, bei der... der Mann letzte Nacht gewesen ist, heißt Irene. Er hat mir auf meiner Karte gezeigt, wo ich sie finden kann. Ja, toll. Die beiden sind auch immer noch dort und versperren den Weg mit ihren Karren. So, was hast du? Auftragszettel? Vergibtes Tagebuch. Achso, die beiden Sachen haben wir hier verkauft. Ja, feinster roter Satin, nur für Geschlecht weiblich.
Zwergenstall, Parfum und Zeug, was wir ihm verkauft haben. Das ist ein zweihändiger Krummsäbel. Ach, nö. Aber dir können wir das Holzschild verkaufen. Gut. Wir werden dann später nochmal in der Grafenstadt gucken. Ah, loslassen, Hilfe. Reduzier dich nicht so, Irene. Hi. Mach eine Fliege. Bitte helft mir. Ich habe gesagt, du sollst abhauen. Lass sie in Ruhe. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst verschwinden? Einschüchtern vorgrimmen. Du wirst Irene nicht mehr belästigen, sonst bekommst du es mit mir zu tun, du dreckiger Lump. Pa, du machst mir keine Angst. Zum letzten Mal verzieh dich. Okay. Lass das mal vorgehen machen. Alles klar. So, wenn der unbedingt dreschen will. Ja. Aufgepasst. Okay, da macht er die Fliege. Ich versuche mein Bestes. Folgt mir. Ich danke euch. Dieser Kerl ist wirklich lästig. Ständig beobachtet er mich und stellt mir nach. Ich denke, in Zukunft wird euch fernbleiben. Ja, danke euch. Aber wie heißt ihr eigentlich? Ich kenne euch gar nicht, aber ihr scheint mich zu kennen. Ihr nannten wir vorhin meinen Namen. Ich bin Brenno. Ich komme, weil einer eurer Kunden etwas bei euch vergessen hat. Ach, so ist das. Ist der feine Herr zur Schalte, um es selber zu holen? Nun gut, ihr habt mir geholfen, dafür helfe ich euch. Hier, ihr seid sicher wegen dieser hässlichen Tabakdose gekommen. Nehmt das Ding und bestellt beim kleinen Hasen einen schönen Gruß von mir. Das werde ich machen. Schönen Tag noch. Hast du wenigstens deinen Handelspartner noch getroffen? Nein, er ist bereits abgereist. Seid gegrüßt. Was ist euer Begehren? Ja, sind wir mal diskret. Werter Herr, habt ihr vielleicht diese Dose verloren? Oh, in der Tat, das ist meine Tabakdose. Ich erlebe diesen Dukan als Zeichen meines Dankes. Gehabt euch wohl. Danke sehr, gehabt euch wohl. Preios mit euch. Gut, bringt die Tabakdose zurück. Ich habe dem Mann seine Schnupftabakdose zurückgebracht. Wieso zahlst du so viel Belohnung, mein Lieber? Es ist Preios gefähig, gute Dinge ohne Entlohnung zu tun. Aber Liebes, es ist doch auch Preios gefähig, gute Taten gerecht zu belohnen. Ich warne dich, dreh mir nicht die Worte im Mund herum. Bitte beruhige dich, Liebes. Und überhaupt, wie konntest du nur diese Dose verlieren? Ich will für dich hoffen, dass du nicht mit all meinen Geschenken so unachtsam umgehst. Aber nein, nein, das war ein Versehen, glaube mir. Dieses eine Mal will ich es dir glauben und verzeihe dir diese Unachtsamkeit. Lass uns jetzt endlich heimgehen. Ja, mein Liebes, gehen wir. Hast du denn auch alles bekommen, was du wolltest? Ach, der Markt hat, wie erwartet, nicht viel zu bieten gehabt. Allerdings habe ich bereits ein wundervolles Geburtstagsgeschenk für dich entdeckt. Oh, was ist es denn? Das wirst du schon sehen. Ich habe meinem Schneider auch zwei wundervolle neue Kleider erstanden. Mhm. Lassen wir die mal. Gucken uns weiter nach meiner Kopfbedeckung für Vendala um. Kalandor Kupin. Ja.
Ein Federhut? Ja, den könnte ich von Gladys nehmen, den Federhut. Der Flügelhelm ist halt wirklich was Außergewöhnliches, Tolles. Aber ja, die Backenhelme sind besser. Auch wenn sie cool, blöd aussehen. Wenigstens nicht an Zwergen. Sprich, Freund. Also, wie siehst du mit einem Federhut aus? Etwas seltsam. Naja, dann hätten wir noch den Nice-Bagger-Händler. Bei ihr können wir nichts Besonderes kaufen oder trinken. Okay, du hast auch nichts. Gucken wir nachher in der Grafenstadt nochmal. Hast du was Neues? Nein, du sagst immer noch, Friede sei mit euch. Gut, dass du da bist. Ich habe wieder eine kleine Aufgabe für dich. Aber diesmal ist sie etwas pikanter. Da bin ich gespannt. Worum geht es? Es geht um eine Warenlieferung im Hafen. Das einzige Problem ist, es ist nicht unsere. Fang den Burschen mit dem Lieferschein ab und bring ihn dazu, dir das Ding zu überlassen. Wie du das anstellst, ist mir gleich. Mit dem Schein holst du dann die Lieferung am Hafen ab und bringst sie hierher. Bist du dabei? Ja, bin dabei. Wo finde ich den Burschen mit dem Lieferschein? Man hat den Kerl zuletzt in der Nähe des flinken Frettchens gesehen. Vielleicht ist er noch da und versucht, die Damen dort zu betören. Der kleine Schwachkopf gab wohl ein großer Herzensbrecher zu sein. Mhm. Ja, für eine Handvoll Dukaten, Hopfen und Malz. Diesmal soll ich mich um eine Warenladung der Ferdocker Brauerei kümmern. Das wird jetzt aber interessant. Mir scheint, die Nicebags erledigen ihre Aufgaben auf jede mögliche Art und Weise. Spielen wir das Spiel einmal mit und sehen, was dabei herauskommt. Zuerst mal heißt es, den Boten der Störebrands finden. Oh, ein Betrunkener? Achso, der lag einfach nur da rum. Hm? Städter, Städter, Taverne. Ja, ja, das ist richtig. Ich bin ein wichtiger Mann im Hause Stirnband. Oh, ein großer, starker Mann bist du. Was sagst du, Missy? Wollen wir es uns im Silberkrug gemütlich machen, wenn ich hier fertig bin? Im Silberkrug? Oh, ich bin beeindruckt, du süßer Schnuck. Nun, was sagst du? Sein Angebot kann ich nicht ablehnen von einem... So hohen Herrn aus dem Hause Störebrand. Ja, das ist richtig. Ich bin ein wichtiger Mann. Was wollt ihr? Ihr seht doch, dass ich gerade mit der jungen Dame spreche. Ja, solltet ihr nicht schon längst auf dem Weg zum Dock sein? Woher wisst ihr denn davon? Wer seid ihr? So, darum sorgt euch mal nicht. Kümmert euch lieber darum, was ich will. So, was wäre das? Der Lieferschein für die Ware am Dock, gebt ihm mir. Ich habe einen anderen Vorschlag. Ihr treut euch schleunigst und ich hole die Stadtwache. Ich sage es noch ein letztes Mal her mit dem Lieferschein. Haha, ich habe keine Angst vor euch. Packt eure leere Drohung und sonst verzieht euch endlich. Du hast... okay. Einschüchtern? Falschen. Haha, ihr habt mich durchschaut. Ein schlechter Scherz. Verzeiht. Eigentlich wollte ich euch ein Geschäft vorschlagen. Ihr bekommt einen netten Obolus von mir und ihr gebt mir dafür den Lieferschein und dann seht ihr, hättet ihn unterwegs verloren. Nun, was sagt ihr? Erfolg. Nun ja, viel verdient tue ich ja nicht gerade bei den Störerbands und gedankt wird einem die tägliche Knechterei ja auch nicht wirklich. Ich sage euch was, für 2 Dukaten überlasse ich euch den Wisch. 2 Dukaten? Meint ihr nicht, das ist etwas? Haben wir für einen kleinen Papierfetzen? Das ist doch egal, dann kommt ihr eben wieder, wenn ihr das Geld habt. Vorgrim? Okay. Bitte tut mir nichts. Hier, nehmt den Lieferschein, ich setz doch für den Fetzen nicht mein Leben aufs Spiel. Bist ein schlaues Burschchen. Warum nicht gleich so? Ja, gut. Wenn ihr hat es nicht hingekriegt, dann muss es halt Vorgrim machen. Und da ist ein Dockarbeiter. So, Junge, ist alles klar. Noch 3 Pfund haben wir es geschafft. Noch 3. Ich schaffe es noch höchstens eine. Mein Rücken tut schon weh. Melde dich am Hafen. Mit dem Schein soll ich jetzt den Docks die Lieferung abholen. Hoffentlich läuft alles glatt.
Ja, Arbeiter und das ist ein Dockarbeiter. Hör auf zu heulen. Seit 20 Jahren mache ich diese Maloche ohne zu murren. Und ihr jammert gleich am ersten Tag. 20 Jahre, 10 würden mich schon ins Grab bringen. Machen wir wenigstens eine Pause. Beim ewigen Effort. Ihr seid ja vielleicht ein paar Jahre am Abend. Geht doch nach Hause zur Mama, wenn ihr heulen wollt. Hier wird jedenfalls gearbeitet und zwar sofort. Ja, aber was sollen wir jetzt denn jetzt machen? Na was wohl? Dasselbe, was ich schon den ganzen Tag mache. Wir laden die Kisten dort ab und dann...